Und damit herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Steam-Perle, die hier released wurde, und zwar der Parking-Tycoon oder Park-Tycoon. Oder wir bauen einen Parkplatz und lassen Leute drauf parken, kassieren Geld dafür und bauen einen größeren Parkplatz mäßig. Oder vielleicht sogar ein Parkhaus. So, pass auf, Leute. Wir starten rein. Neues Spiel. Ich habe richtig Bock drauf. Keine Angst. Pumping Simulator wird natürlich trotzdem noch kommen. Und so weiter und so fort. Aber jetzt hören wir uns erstmal ganz kurz das hier an. Ich freue mich auf so ein kleines, neues Schmankerl. Oh nee. Ich glaube, das Spiel wird auch wieder sensationell. Du musst zuerst ein markiertes, geeignetes Grundstück erwerben. Aha, okay. Was muss ich denn machen? Zugang zu einem Computer im Büro erhalten. Perfekt. Ich glaube, da drin steht ein Computer. Ich nehme an, es ist wie in allen Spielen, man muss erstmal aufräumen. Ja, das ist immer das Erste. Du kriegst einen total runtergewirtschafteten und runtergeluderten Bereich hier und den musst du erstmal aufräumen, musst du erstmal sauber machen und dann kannst du da was richtig Schönes drauf machen. Ist ja aber auch geil, ne? Erinnert mich ja immer ein bisschen an die Schnäppchenhäuser. Muss ich ehrlich zugeben. Ist so ein bisschen Schnäppchenhäuser-mäßig. So, okay, pass auf. Jetzt haben wir hier erstmal die Tür offen. Ach ja, so sah übrigens mein PC aus, mein erster PC, den ich damals gekriegt habe. War hier noch Floppy-Disk-Laufwerk. Hast du 4, 5, 6 Floppy-Disk reingemacht, um ein Spiel zu installieren. Ist kein Scheiß. So sah mein erster PC aus. Mit 14 oder 15 hatte ich den. So, was soll ich machen? Ich habe 5000 Euro auf dem Konto. Kaufe einen Betonsockel für das erste Parkhaus. Hier, oder was? Mache ich? So, Betonsockel für das erste Parkhaus. So, habe ich gemacht. Ach so, ich muss das noch weiter ausbauen. Müssen wir das schon betonieren hier, oder was? So. Warte. So. Ah ja. Kauf ein oder mehrere weiße Farben. Moment, wir haben hier oben ja noch Geschäft. Ach hier. White Paint. Ein oder mehrere weiße Farben. Wie viel Geld haben wir denn? 3, 5? Ja, lass uns doch mal 5 Stück kaufen, oder? Oder kaufen wir 7. 7 ist auch gut. So, da haben wir noch 2100. Sie müssen auf den Kurier warten, um die Ware zu entladen. Okay, alles klar. Ja, kein Problem. Können wir natürlich machen. Eine Weile kann ich ja... Müll wird den Ruf des Parkplatzes erheblich schädigen. Muss ihn sauber halten. Ach so, ja, da konnte ich mir fast denken, dass wir den Parkplatz sauber halten müssen. So. Gut, dann räumen wir hier schon mal ein bisschen auf. Was haben wir hier noch alles? Wir haben den Schlagstock? Warum haben wir einen Schlagstock? Okay, vielleicht für die Leute, die nicht bezahlen wollen. Eine Taschenlampe, das ist schon mal gut. Keine Ahnung, was das hier ist. Weiß ich nicht. Dann haben wir einen Rucksack. Da ist wahrscheinlich unser Inventar drin. Und wir haben hier... Ah, warte mal. Können wir hier den Müll vielleicht so aufsammeln? Nee, geht nicht. Vielleicht für kleinere Sachen oder so. Müssen wir mal schauen. Ist das unsere Laster? Ist das unsere Lieferung? Oh, Delivery arrived. Das heißt doch, unsere Dings ist da. Ist das hier hinten? Ja. Storage Stores. Ach, guck mal, jetzt fährt er hier rein. Oh. Hey, Bruder, mach langsam. Sag mal, du hast aber ganz anderen Stress. So, geliefert findest du in Lagerregalen. So, na, dann gib mal her. Hier ist Dings drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehme ich mal alle mit. Perfekt. So. Weg damit. Muss Farbe auftragen, um Parkplatz zu schaffen. Gut. Ach, guck mal, hier hinten haben wir jetzt die Parkfläche. Das ist quasi unsere erste Parkfläche. Ein oder mehrere Parkflächen streichen. Ausrüsten. Oh. Ach, guck mal, und jetzt können wir... Ach. Alright. We're waiting for our first ist da immer eine Spraydose für einen Parkplatz? Oder wie ist das? Ich glaube schon, oder? So, das war's schon. Ja, Spraydosen alle. Sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. So, was soll ich jetzt machen? Aufs erste Auto warten, oder wie? Ja gut. Oh, hier liegt ja auch noch alles voll Müll, ne? Ja, komm, dann räumen wir mal noch ein bisschen auf, oder? Ja, Mann. Bisschen Drum Bass gehört nebenbei. Oder so eine Art von Drum Bass. Bam, 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 bam. Wunderbärchen. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr da Bock drauf habt und ob ihr da gerne mehr sehen wollt. Ich denke, es könnte auch sich wieder zu einer spannenden Geschichte entwickeln. Tatsächlich.
das könnte sich auch wieder zu einer spannenden Geschichte entwickeln. Ich mag ja so eine Tycoon- und Aufbauspiele, muss ich ehrlich sagen. Wie den Pumping Simulator, ne, oder Car for Sale oder so, das sind halt so meine Games, ja. Muss ich ehrlich sagen, da holen die Entwickler mich immer wieder regelmäßig ab, ey. Ohne Witz. Ohne Witz. So. Gut. Oh, unser erstes Auto. Der erste, der hier parkt. So, was ist jetzt? Eine Parkgebühr vom Kunden zu erhalten. Statt. Achso, ich muss jetzt, das ist meine Aufgabe. Hallo, Sir, Sie wollen gerne hier parken? Sir, Sie haben Ihre Flasche. Sir? Ihre Flasche. Ihr Müll! Sie haben Ihr Müll liegen lassen. Ihr Müll liegt im Auto. Soll ich den jetzt aufsammeln? Wer ist das denn? Ey, wer ist das? Hey, hier wird nicht an der Karre. Hey, hier wird nicht an der Karre rumgefummelt. Sag mal, geht's dir doch ganz gut, Junge? Was ist denn das für ein Verrückter hier? Hast du mal einen über den Dötz gezogen mit dem Ding? Der wollte daran das Auto dran, oder? Ich sag mal, gibt's denn hier nur noch Verrückte? Gibt's denn hier gar keine Sicherheit mehr? Kann ich das jetzt vielleicht hier mit dem Dings? Ah ja, perfekt. Oh, der nächste Kunde. Perfekto. Ja, hallöchen. Ich grüße dich auf meinem Parkplatz. Aber wann bezahlen die denn, wenn die wieder runterfahren, oder was? Ach so, naja, logisch, ne? Man bezahlt, wenn man wieder runterfährt. Ist klar. So, Sie haben da auch... Hallo, Sir. Sie haben da auch Ihre... Ey, ich kann auch anders, ne? Da ist ein Parkplatz und kein Müllplatz hier. Freundchen, nimm die Flasche mit. Das kann ja nicht wahr sein, ey, ganz ehrlich. Das ist ja wohl der absolute Hohn, ist das ja wohl. Jetzt muss ich hier den hier Müll aufsammeln? Also ganz ehrlich, wie erniedrigend ist das denn? Das ist ja richtig, also das ist ja so richtig so, weißt du? Mann, ey. Aber hier, guck mal, hier steht auch so Baugerüst und Zement und so Zeug. Wir können hier bestimmt noch gut ausbauen, bin ich mir sicher. Ein bisschen ein paar Upgrades machen und so. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also wir können auf jeden Fall, ich weiß, dass wir... Office, ja genau. Ich weiß, dass wir definitiv viel Parkplatz bauen können. Und viel größer auch bauen können und alles. Aber dann lasst euch mal überraschen. Ich will auch nicht zu sehr spät. Oh, was ist mit dem? Er fährt. Ah, der packt auch ein. Ja, wunderbar. So, na komm, dann tun wir mal diesen Müll hier wegräumen. Ich glaube, diese minus 56 oben auf der linken Seite, ah, da geht immer um 2 Punkte runter. Das geht quasi immer um 2 Punkte runter, sobald wir einen Müll wegräumen. Okay, naja, dann macht das ja Sinn. Und umso besser ist unsere Reputation, also unsere Bewertung vom Parkplatz. Und da müssen wir bestimmt, der Daumen mit der 1 ist bestimmt das erste Level. Ah, ich hab sie alle durchschaut, diese Spiele, Leute. Ich hab sie alle durchschaut. Was ist mit dem Karton hier? So, ich hab sie alle durchschaut, sag ich euch. Oh, das war ein bisschen sportlich geworfen. Entschuldigung, Entschuldigung, der ging ein bisschen drüber. So. Okay, hier hinten lag auch noch ein Müllsack, oder? Kann ich den nehmen? Ja. So, gut, dann tun wir den auch wieder rein. Ich glaube, der erste Kunde fährt schon wieder vom Parkplatz. Ach, guck mal hier, der seinen Müll hat liegen lassen. Der fährt wieder. Und jetzt? Das ist schon wieder so ein Verrückter. Ey, was macht der? Was macht der? Hör auf, da rumzusprühen. Hey, Junge, ich zieh dir einen über den Dötz. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mach dich vom Acker hier. Von meinem Parkplatz. So ein Spinner, ey. Gibt's ja gar nicht. So, wir haben unsere erste Einnahme gemacht. Anbringen von 3 Dekorationselementen auf der Grünfläche. Okay. Ja, können wir machen. 3 Dekorationselemente auf der Grünfläche. Können wir machen. Alter, wie viel hier wegräumen müssen noch. So. Gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, bestellen wir. Ich würde aber auch nochmal Farbe bestellen, oder? Können wir doch, umso mehr Parkflächen wir haben, umso mehr Kohle verdienen wir doch. Opened 25, 50, 25. Ach, hier, opened. Ach, und ab der 2. Stufe können wir das hier noch machen. Der 2. Stufe, 2 Däumchen sozusagen nach oben, können wir das noch machen. Ah ja, hier können wir den Müll abholen lassen, das ist ja auch perfekt. Gut, Security, was können wir machen? Parking Barrier. Okay, Dekoration. Achso, 3 Dekorationen sollen wir jetzt erstmal anbringen. Ja, dann nehmen wir doch mal hier 2 von denen. Oder 3 von denen. Ja, komm, nehmen wir erstmal 3 von denen. Und nochmal Farbe, oder? 3, 4. 4-mal Farbe vielleicht? Nochmal 5-mal. 5-mal Farbe. Oh, jetzt habe ich aber ziemlich nackig gemacht hier. Jetzt habe ich mich aber ganz schön nackig gemacht.
So, dann warten wir mal, bis das ankommt und dann können wir loslegen. Sehr gut. Oh, ich bin gespannt, was dieses wunderbare Spiel hier noch mit sich bringen wird, ey. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung, muss ich ehrlich sagen, ne? Weil das ist ja immer wieder ein Zuckerschlecken. So, aber ich könnte mir vorstellen, umso, wenn man hier richtig viele Parkplätze hat, wird das richtig stressig, oder? Wenn hier ein Auto nach dem anderen rein und raus fährt und parkt und das nächste schon wieder kommt und hier und da und also ich glaube, das wird richtig übel teilweise. Aber da lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Lassen wir einfach mal auf uns zukommen. So. Das war ein bisschen viel Schwung. Viel Schmackes. Delivery arrived. Ah ja, unser Dings ist da. So, warte. Boah, schon wieder. Dieser Hundling. Piss dich, Mann. Junge, schau dir die grünen Haare vom Kopf. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Will der hier irgendwas dran sprühen oder was will der machen? Das gibt's doch gar nicht. Unmöglich. Unmöglich, die Jugend von heute. Ach, guck mal hier. Unload. Perfekt. Ich muss hier mal zumachen wieder. Nicht, dass hier auch noch einer reingeht, Stibitzen. So. Was haben wir denn da? Storage. 3. 5. Okay, dann können wir einmal unsere Bäumchen pflanzen und können noch ein paar Parkplätze aufmalen. Guck mal, weil das lohnt sich schon, umso mehr man hat, ne? Warte mal, ich pflanze erst mal die Bäumchen. Ja, hier vorne eins hin, oder? So. So, kann man einfach hier platzieren, oder wie? So. Geht unsere Reputation hoch. Ja, wäre mal besser bewertet. Ist ein schönerer Parkplatz, auch. Kann ich auch verstehen, ne? Wenn da so eine kleine Hecke noch steht. Guck mal, wie viel wir hier noch sprühen können. Oh. Habe ich noch einen? Nee. Fünf, war das jetzt 5? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Gut. 5 war gespielt. Erreichen Sie die zweiten Reputation-Ebene. Okay. Kein Problem. Warte mal, wir können mal, glaube ich, mal wieder ein bisschen Müll einsammeln hier. Meine Güte, ey. Überall lassen die ihr Zeug fallen und liegen. Das ist doch eine Unart, ist das doch. Wieso macht man das denn? Gibt's doch nicht. Hat der was liegen lassen? Hier. Auch. Was ist jetzt hier los? Unfall! Unfall auf dem Parkplatz. Der erste Unfall. So. Stop, Sir. I need a little bit of money from you. So, was haben wir jetzt gekriegt? Aber $46 für einmal parken ist jetzt auch nicht gerade günstig unser Parkplatz. Aber man muss ja sagen, es ist ja auch ein Parkplatz in der Großstadt, ne? Wir sind ja hier in New York City am Central Park. Man sieht es nicht, aber es ist so. Und da ist das Parken natürlich unfassbar teuer. Unfassbar teuer. Nicht zu sagen, unverschämt teuer. Aber da rennt schon wieder einer. Dieser Schlingel. Der rennt hier schon wieder. Verpiss dich. Einer auf... Ich hau dir einen auf den Dötz. Bleib stehen. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, get the hell out of here. Get the hell out of here. Out of here. Auf hier. Junge. So. Weit drüber, ne? Yep. Obwohl, wenn wir die Reifen einfach auf die Straße legen, ist es da eigentlich auch nicht schlecht. Oh, da steht einer. Hä, der ist einfach rausgefahren. Ey, stopp. I've got to keep an eye on business. Der ist einfach durchgefahren, der hat mich bestohlen. Hat er mich jetzt beklaut? Der hat doch ohne zu bezahlen, hat er doch, ist der doch hier vom Parkplatz gefahren, der Schlingel, oder? Warte mal, die kommt auch zurück. Da müssen wir echt aufpassen, oder? Oh, der Parkplatz fühlt sich langsam. Geil. Das kann doch nicht sein. Also jetzt mal ohne Witz. Das kann doch nicht sein, dass er einfach abhaut. Warte mal, ich muss noch 8 Gegenstände zum Entsorgen rumliegen haben. 6 Gegenstände jetzt. Was sollen das noch sein? Ach, hier die Bretter oder was? Ach, guck mal. Können wir auch noch... Unser Mülleimer, unser Mülldings ist ganz schön voll. Der hat angehalten. So, warte. Den muss ich erstmal schnell abkassieren. Kann doch wohl nicht wahr sein. $48. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Kommst du uns gerne wieder besuchen. So. Müssen wir auf den alten Herrn, müssen wir auch noch aufpassen, dass er uns hier nicht an die Autos geht. Ne? Ich weiß ja nicht, was er davor hatte. Gut, 3. Hier auf dem Parkplatz liegt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Müll. So, schauen wir mal. Hier wieder rausgehauen, ihren Müll. Ist ja unmöglich, ist das doch.
So, guck mal, nur noch zwei Gegenstände, dann haben wir erstmal alles. Hier. So. Er hat nichts liegen lassen. Hier. Noch, ach, hat schon wieder jemand was fallen lassen, oder? Hm, ich weiß nur nicht wo. Ach da, unser Müllsack. Ja doch, ich bin da am Wegräumen. Ah, guck mal, jetzt haben wir die ganze Müll weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekto. So, passt. Hat der eingeparkt? Ist hier nicht gerade einer rausgefahren? Wollte hier nicht gerade einer rausfahren? Da. Oder? Ich glaube, ich überlege, ob ich mir nochmal Dings kaufe. Ey, ob ich mir nochmal Farbe kaufe. Ich kann noch 4 Farben kaufen. Ne, 5 sogar. Dass ich das hier ganz voll mache, weil umso mehr hier parkt der nächste. Sag mal, bezahlt hier auch mal jemand oder parken die alle nur? Vielleicht, boah. Drecksau. Hey, get the hell out of here. Get the hell out of here. $48, dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Ich werde hier eine Schranke hinbauen. Ich glaube, ich baue hier eine Schranke hin, dass sie mir nicht mehr abhauen können. Warte mal, Geschäft, Security, Schranke. Was können wir damit machen? Einfach nur Schranke. So, dann können wir aber nochmal Farbe. 1, 500, 700, 900. Ach komm, können wir sogar 4 Stück. Für 1,1. Oh, $32. Du kriegst schon wieder Privatinsolvenz. Ja, moin. Ach so, das kommt ja erst geliefert. Ich wollte das direkt schon wieder hinbauen. Ja, ein bisschen geduldig müssen wir sein, ne? So, anhalten. Stopp. Dankeschön. Sehr lieb von Ihnen. $47. Also, es lohnt sich, einen Parkplatz zu öffnen, Leute. Wenn das so läuft, lohnt sich das hier, einen Parkplatz zu öffnen. Das kann ich euch sagen. Ich muss doch mal gucken, wo die alle ihre Flaschen hier hinhauen. Da hat wieder einer. Da hat wieder einer. Hier drüben jetzt bestimmt auch der beim Aussteigen, oder? Nee. Da. So, mein Park. Der ist wie? Der ist auch einfach gefahren. Die fahren, manche hauen einfach ab. Ja, es wird Zeit für die Schranke, Leute. Es wird Zeit für die Schranke. Das kann da nicht wahr sein. Warte mal, den kassiere ich erstmal noch ab hier. Muss ich erstmal hier noch abkassieren. Das geht so nicht. Die ist einfach, sobald du dich hinguckst, hauen die ab. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ja, New York City. Das ist New York City, Leute. Da ist, da musst du hier, wirst du einfach so beschissen. Von oben bis unten. Musst du richtig Obacht haben. So. Gut, was haben wir jetzt gekauft? Ich hatte doch jetzt eine Schranke. Und nochmal 4 Farbe. Genau. So, jetzt bauen wir erstmal die Schranke hin, dass uns hier keiner mehr flöten gehen kann. Rucksack, Schranke, Ort. Ah ja, perfekto, Billy, grazie. Jawohl. So muss das sein. So, und da wird jetzt, da haut jetzt auch keiner mehr ab. So, und jetzt machen wir nochmal 4 Parkplätze. Und dann kann das hier richtig voll werden. So, hier gleich die fertig gemacht. 2 Stück brauchen wir nur noch. 2 Stück, dann haben wir den voll. Oh, und wir steigen gleich auf im Level. Sehr gut. Wer hupt denn hier? Ey! Wer hupt hier? Wo ist die Drecksau? Der fummelt, der Alte fummelt doch hier schon wieder an den Autos rum. Wo ist der denn? Ich seh den nicht. Ich seh... Da ist er, die Sau. Verpiss dich, Mann. Der hat irgendwas geklaut. Der hat Nummernschilder geklaut. Och, scheiße. Ja, kannst ja fahren. Ist ja in Ordnung. Ja, fahr doch. Raus da. Ja, kannst du hupen, wie du willst. Hier wird erst gefahren, wenn er abkassiert ist. So. So, und dann können wir das zumachen. So machen wir das nämlich. Ey, das kann nicht sein. Breaks. Oh, wow. Wo hat denn der jetzt was geklaut? Kann das jetzt mal wieder heller werden? Das ist echt eklig. Denn irgendwo hat der was geklaut. Das war doch hier vorne, oder? Base 10. Ach, fürs Dekor? Guck
guck mal hier, Base, $10 die Stunde, Parking-Stuff, $0 die Stunde, Dekor, $2. Oh, Dekor bringt uns auch Geld. Das ist ja der Hammer. Ja, verpiss dich. So, nächster bitte. $49, Dankeschön. Ey, hier kommt Kohle rein, ne? Da kann man nichts sagen, da läuft das Geschäft. $40 und ciao. Sehr gut. Aber wo... Oh. Sir. Der hat die ganze Tür geklaut. Sir, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber ich habe die $600 nicht. Es tut mir echt leid. Ich muss erstmal... Ich gehe mal ein bisschen Müll aufsammeln. Ja, ich bin gleich wieder zurück. Scheiße. Da müssen wir aufpassen. Der hat in die Tür geklaut einfach. Warum macht der das? Wie hat der die Tür da rausgeschraubt so schnell? Das ist ja unerhört. Katastrophe. Die ganze Tür. Oh, es tut mir leid, Sir, ne? Ich wär für den Schaden aufkommen, aber ich habe das Geld leider noch nicht. Ich werde aber dafür aufkommen. Oh, der ist auch voll. Warte, geht gleich los hier. Ja! Mann! Bin doch schon da. Was ist denn mit dir? Ja, mach gleich mal ein bisschen mit hier. Pissig. Du musst gar nicht wiederkommen. Der Parkplatz ist für dich tabu, mein Freund. So, wunderschönen guten Tag, Sir. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. So. Perfekto, Milligrazie. Oh, können wir es da wieder zumachen. Graffiti? Wo? Jetzt hat er doch Graffiti dran gesprüht. Das kann ja nicht wahr sein. Och Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was machen die denn hier mit mir? Ach so, da kriegt man 50 Reputation abgezogen, weil der nicht repariert ist. So, ach, alles klar. Jetzt müssen wir denen echt noch die $600 geben. Ey, ich kotze hier ab, ey. Ohne Witz. So, komm, mach Abflug. Verpiss dich. Wie viel haben wir denn? Ja, der hier. Und dann haben wir $600. Perfekto. So. Scheiße, ey. So, es tut mir echt nochmal leid, ne? Hier haben sie ihr Auto wieder. Ist einfach wieder blank, ne? Jetzt habe ich ja wenigstens meine Reputation wieder zurückbekommen. Mann, ey. Ich muss mal noch einen Strauch. Was habe ich jetzt gemacht? Ich müsste mal noch so einen Strauch kaufen oder sowas, dass ich noch ein bisschen hochkomme. Oder noch einmal Farbe. Und dann machen wir das Falsche hier. Lest doch auf. Auflesen. So. So. Ach, diese Dreckschweine lassen immer ihre Flaschen hier fallen, ey. Oh, warte mal. Hier stehen auf jeden Fall schon mal einige, die mal abkassieren können. Willst du gar nichts bezahlen, oder was? Nur weil dir beklaut... Ey, jetzt... Aber ganz ehrlich, hast du $600 gekriegt, kannst du ja wenigstens ein paar Tickets zahlen, oder? So... Also, nee. Unmöglich, ey. Ich muss auch leben. Mann. So. Zumachen. Ich kaufe jetzt noch dreimal Deko und dann ist die Sache hier erledigt. Nee, zweimal Deko können wir nur kaufen. So ein Mist aber auch. So, warte mal. Deko. Stellen. So. Oh, schon wieder einer. Sehr gut. Okay. Achso, Schranke. Ja! Du siehst ja, ich bin schon hingelaufen. Kann ja nicht wahr sein. Aber jetzt lohnt sich's. Hier kommt ein Auto nach dem anderen. Perfekto. So, Dankeschön, Sir. Schöne Weiterfahrt. Ich müsste hier vielleicht auch mal ein bisschen Teer machen. Mal hier die Einfahrt ein bisschen schön. Umso mehr Kohle kriegt man halt, ne? Und jetzt hier mal... Oh, da hat schon wieder die Drecksau. Verpiss dich, Mann! Hey, schau dir den Dötz kaputt, Junge! Zieh ab! Verpiss dich! Sau du! Läuft das nicht mit mir? Tag, Sir! Hey! Du wolltest schon abbauen, ne? Hey, stopp! Stopp, stehen bleiben! Okay, wir haben schon wieder $52. Könnten wir eigentlich nochmal Farbe bestellen? Komm, wir machen mal zu. Unser Delivery ist auch arrived. So, jetzt kriegen wir bestimmt die zweite Reputation-Ebene. Wenn wir das hier noch ein bisschen schick machen. So. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir bekommen für Dekor. $2.10 die Stunde. What?
wird das jetzt nicht mehr angezeigt? $2,30 Stunde. Okay, das lohnt sich sehr. Oh, unsere... Wir müssen, glaube ich, nur noch Müll einsammeln. Dann haben wir es 200 Punkte. Dann soll das eigentlich passen. Dankeschön, dass Sie uns beehrt haben. Achso, war der Schrank zu. Och, das ist aber auch aufwendig. Kann man sich hier Leute einstellen? So, warte mal. Wenn wir jetzt noch die Flaschen finden hier. Da. Einmal. Zweimal. Der Hundling lässt da bestimmt was fallen. Nee, hat er nicht. Da. Eine Flasche noch, dann haben wir's. Wo liegt die denn? Da. Great. Ja, Mann! The basics of the parking business. Geile Scheiße. Time to get the money bags ready. The money bags gewinnen 10.000? Was gewinnen 10.000? Hä? Wie gewinnen 10.000? Soll ich jetzt $10.000 verdienen? Ist nicht denn ihr Ernst, oder? Soll ich jetzt $10.000 verdienen? Wie soll ich denn hier $10.000 verdienen? Jetzt baue ich erstmal meinen Parkplatz aus, aber sowas von, das kannst du aber wissen. So, der parkt ein, dann machen wir hier erstmal zu. Gut. $10.000 Gewinn. Das heißt, ein Gewinn ist ja auch wieder die deutsche Übersetzung des Jahres hier. So, warte mal. 1.500 für 1.000 können wir Road Concrete machen, Crowned Asphalt besser machen. Ich würde aber erstmal Folgendes machen. Ich würde erstmal noch zwei so eine Dinger bestellen. Dass wir da mehr, nochmal zwei Parkflächen dazu. Oh, die Drecks auch schon wieder. Ich zieh den, ich hau den kaputt. Ich hau den so kaputt. Baba, Junge! Du musst ja langsam ab. Baba, Junge! Baba, Junge! Baba, Junge! $48, Dankeschön, dass Sie uns beehrt haben. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich von dem Spiel hier im Allgemeinen halten soll. Oh, hier ist mein Dings hier. Meine neuen Parkflächen kommen gerade an. Geil. So. Ja, hub doch schon. Du bist ja erst noch nicht mal angehalten, da hubst du schon. Typisch VW-Fahrer. Typisch VW-Fahrer. Sag ich euch, wie es ist. So. Nächster bitte. Man verdient ja gut und schnell Geld. Da kann man ja nichts sagen. Da kann man ja wirklich nichts sagen. Also das ist ja keine schlechte Sache. Außer, dass sie ihren Müll ständig bei mir hier abladen, hat man eigentlich gute Verdienstmöglichkeiten. So, jetzt machen wir uns erstmal noch schnell zwei Parkflächen und dann bräuchten wir $1.500, um hier nochmal auszubauen. $1.500. Da wartet schon wieder einer, aber der kann ja eh nicht rausfahren. Ich glaube, das sind die letzten zwei Parkflächen, ne? Ja, Mann! So, alle Parkflächen fertig. Wunderbärchen. Jetzt können wir nur noch in Deko investieren. Aber ja, gut. Kann man, muss man nicht. Oh, raus mit ihnen. Guck mal, der hat nicht mehr gehupt. Der ganz freundlicher ist das. So, Tag. Ich denke, wenn ich die $1.500 zusammen habe und das ausbaue, bekommen wir auch nochmal mehr Kohle. Das könnte auch nochmal ein guter Opener sein für einen volleren Geldbeutel. Oh, da kommt aber auch einer nach dem anderen hier. Wunderbar, so muss das sein. Und immer 50 Dollar. Geil. Ja gut, der nur 38. So, nächster bitte. Ah, hier kommt schon wieder der nächste. Traumhaft. Traumhaft, meine Herren. Traumhaft. So, jetzt will ich mal ganz kurz ein bisschen Müll auflesen gehen. Und da muss ich mich mal ein bisschen ums Geld kümmern hier. 1500. Guck mal, wir haben schon wieder 500 auf dem Konto. Alter, das geht schon fix, oder? Das geht schon schnell. Da kann man nichts sagen. Der liegt nicht mehr. Der lässt 100 Pro was fallen. Wetten? Wetten? Drecksau. Drecksau. Elende Drecksau. Hör! So. Hier ist auch noch was. Ey, sag mal, wie viele Flaschen liegen denn hier rum? Kann man sich hier jemand einstellen, der das dann mal sauber macht? Das kann ich doch nicht alles machen hier ständig. Wie soll ich denn das schaffen? Irgendwo muss eine liegen. Ja, komm, auf eine ist geschissen jetzt, ganz ehrlich. Hier den Sack noch weg. So. Ja, ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Wir müssen, glaube ich, auch. $150. Na gut, geht noch ein bisschen was rein in den Container, würde ich meinen. Der ist noch nicht ganz voll. Für $150. So, $49. Vielen Dank, dass Sie uns beehrt haben. Der nächste bitte. Och, jetzt haben wir wieder. Hat er wieder ein Graffiti an die Wand gesprüht. Ich wäre hier blöde. So, nächster bitte. Oh, jetzt kommt Geld. Jetzt kommt Geld.
Ja, Mann. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Werden Sie uns bald wieder. Traumhaft. Traumhaft. Ich hoffe, Ihr Einkauf der Stadt war schön, Sir. Ja, werden Sie uns bald wieder. So. Wunderbärchen. Jetzt machen wir das Graffiti noch ab. Und dann, was macht man dann? Den Parkplatz ausbauen. Oder? Für 1,5 könnte man den Parkplatz ausbauen. War nicht da irgendwas für 1000 Dollar? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, ich besorge mir mal schnell ein bisschen Geld und dann machen wir das noch. So Leute, es ist schon wieder Nacht geworden, aber ich habe hier ein bisschen noch gehasselt und habe mich Geld verdient. So, jetzt heißt es, der will auch ausparken. Jetzt heißt es, wir können einmal unseren Dings hier erweitern. Unseren Parkplatz, also erweitern bzw. hier die Straße erstmal teeren. Das wäre, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. So, das machen wir jetzt mal schnell. Jetzt will nämlich gerade keiner rausfahren. So, einmal schnell in den Computer. Zap, zap, ab. Wir haben hier ein paar Sachen freigeschaltet. So, pass auf. Hier, das hier können wir machen. Ja, gut. Weil ich mir spektakulärer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. So, und wir haben ein paar neue Sachen. Wir haben Parking Limiter, haben wir noch gekriegt. So Fans können wir jetzt quasi, so Zäune können wir doch drumherum bauen. Eine automatische Parking-Barriere. Ah, ist das Level 5, ne? Scheiße. So, dann haben wir hier noch ein paar Pflanztöpfe gekriegt. Papierkorb wäre ja mal geil. Ne? Papierkorb wäre wirklich mal was. Ja, ich komme! Ein paar Lampen haben wir auch noch gekriegt. Und das kriegen wir auch erst alles später. So, deswegen. Ja, doch! Menschenskinder! So, raus hier! Ey, der ist einfach gefahren, ne? Oh, 60 Dollar. Guck mal, wir kriegen viel mehr Geld, weil das jetzt hier, oha. Wild. Oh, scheiße. Der eine will schon wieder klauen. Komm mal hin, ich muss ihn versemmeln. Wo ist er? Piss dich! Boah. Kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. So, gleich mal noch ein bisschen Müll einsammeln. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal die Straße da vorne asphaltiert. Was eine ziemlich geile Sache ist, muss ich echt sagen. So. Genau, wir haben schon mal die Straße hier asphaltiert. Jipsa. Danke, dass Sie da waren. Wir haben die Straße schon mal asphaltiert. Das heißt, wir kriegen mehr Kohle. Also wir bekommen bedeutend mehr Geld, oder? Also ich finde, wir bekommen bedeutend mehr Geld. Aber wir brauchen jetzt auch 1500 Dollar, bevor es überhaupt das weitergeht. Ne, da muss man auch noch dazu sagen. So, das einmal hier rein. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend, oder? Sieht ja ganz gut aus. Ich gehe noch ein bisschen Müll einsammeln. Oh, das ist aber auch schön. Man könnte vielleicht hier noch, wenn man hier Zaun drum macht, kommt vielleicht der Alte nicht mehr rein, ne? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Na gut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Was haben wir jetzt? Parkplatz 10, 14,30 Dollar die Stunde haben wir jetzt. 14,30 die Stunde, okay. 14,30. Vorher war es, glaube ich, nur 12 oder so. Oh, 60 Dollar. Das hat sich gelohnt. Gut, in diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Ciao, ciao.